Neu-Delhi, Indien. Aus dem ganzen Land strömen junge Männer hierher, um zu trainieren. Kushti, so der Name der traditionellen Ringersportart, ist in Indien äußerst populär. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus schmeißen sich die Kämpfer in den Sand. Kushti gilt als Sprungbrett für den sportlichen und sozialen Aufstieg. Sie schauen hier nach mir, sorgen für Ernährung und gutes Training. Kushti bietet jungen Indern die Möglichkeit, der Armut zu entfliehen und dann eine Ringerkarriere zu starten. Denn wie Cricket gehört Ring zu den wenigen Sportarten, bei denen Inder auch mit der internationalen Elite mithalten können. Lukrative Werbeverträge, finanzielle Sicherheit. Die Zukunft wäre so rosig. Auch aus diesem Grund trifft die IOC-Entscheidung, Ring ab 2020 aus dem olympischen Programm zu streichen, die Inder umso härter. Auch Yogeshwar Dutt, Olympiadritter von London, kennt die Gefahren der drohenden Verbannung. Wenn es bei Olympia bald keinen Ring mehr gibt, was passiert dann mit dem Nachwuchs? Was streben Sie an? Dutt ist in Indien mittlerweile ein Star. Wie jeder andere trainiert er 6-mal wöchentlich. Disziplin und Ausdauer sind dabei das A und O, um sich den olympischen Medaillentraum zu verwirklichen. Wir haben unsere ersten olympischen Medaillen im Ring gewonnen. Wenn sie das wegnehmen, wird es ein großes Problem für uns. Sobald die Leute hören, dass Ring gestrichen wird, sinkt die Moral in ganz Indien. 2 von 6 Medaillen holten in London die indischen Ringer. Die finale Entscheidung über die olympische Zukunft beschließt das IOC im September. Zumindest bis dann schmeißen sich die jungen Kämpfer noch täglich in den Sand.